Grüße dich, meiner. Grüße dich, meiner. Letzte Folge. Scheiße, da ist sogar was passiert, oder? Der übelst krasse Überfall der Randale-Kids auf Julio und TikTok. Aber man hat sich ein bisschen umgeguckt bei dem Haus, wo sie dann hier den Sender zerrumsen wollen. Und dann hier schon mal geguckt, ob man was mit den IC-Brechern machen kann. Also Julio hatte mal angefragt. Und dann wurden ja Köpfe eingeschlagen. Na? Was lässt er sich da auch noch mal blicken? Und dann sagt er halt auch, ich wollte einbrechen. Also ich hatte ja ehrlich gesagt vermutet, aber das ist klar, in der Situation denkt man immer noch ein bisschen anders, ne? Daddy ist da besser. Also ich hätte vermutet, dass er sagt, ja du, ich habe jetzt hier schon 3 Abmahnungen wegen hier Grundeinsätzen. Habe da diesen Auftrag bekommen, mir was zu reparieren und ich wollte mir das schon mal vorher angucken, weil du weißt ja alles, das ist echt ernst. Ich habe Dingens zu Hause hier, einen Pudel. Wenn ich dir, ist schon nächste Abmahnung, keinen Job mehr, wie soll ich meinen Pudel versorgen? Da hätten sie ihm vielleicht nicht den Kopf eingeschlagen. So. Aber gut. Und damit es jetzt zu keinen Verwirrungen kommt, ich habe die Aufnahme ein bisschen spät angefangen, beziehungsweise ich wollte eigentlich noch das Gespräch mitnehmen, aber habe zu spät erkannt, dass es da ja um was Relevantes geht und nicht nur um bla. Es fängt jetzt damit an, dass Wandi meinte, es wäre schon gut, wenn TikTok nicht herausfände, dass Jojo einfach sein Bild weitergab. Ne? Also der hat ja ein Foto gemacht und das hier dem verdammten Nietzsche hier schickt, ohne sein Wissen. Und darum geht es jetzt so grob. Damit steige ich mal ein. Viel Spaß und bleib geil. Nein, ich sehe das auch absolut ein, wenn er dann etwas sackig reagiert. Das kann ich sogar verstehen. Das Ding ist, die kennen sich noch nicht wirklich lange und auch nicht wirklich gut. Ja, aber früher hättest du das auch nicht gemacht. Die sind schon ein paar Klöten gewachsen. Früher hätte sie das nicht gemacht, das ist richtig. Aber da hielt sie die Welt auch noch für einen netteren Ort, als er ist. Und früher war auch alles besser. Das stimmt. So ist es nämlich. Nein, war es nicht. Sie dachte nur früher, dass alles besser ist. Ich habe ihr gesagt, früher war alles besser. Ja, früher war alles besser. Na, siehst du. Und ich sage mal so, also es klingt jetzt echt fies, aber bei Kaban hätte sie das auch nicht gemacht. Ich bin ja auch ein cooler Typ. Ja, also ob doch. Ich glaube, die Klöten, die der gewachsen sind, da muss ich mal reinbeißen. Also ich hoffe, Jojo macht das nicht mit jedem. Macht sie auch nicht. Du hast da quasi jetzt eine Chance. Weil jetzt ist er schon angeschlagen, wenn du ihm in die Klöten beißen möchtest. Es geht um Jojos Klöten, glaube ich. Ja, es geht um Jojos Klöten. Achso. Deinen nehme ich nicht in den Mund, nicht mal mit Sahne. Hast du gehört, wie traurig das klang? Achso. Na gut, dann beißt du mir nicht in Klöten. Achso, ja. Ich hab ja noch einen Gutschein bei Flutter, da können wir die Nutte in die Klöten beißen. Ja. Nein. Er kann seinen Hund trainieren. Bei Kaman oder auch bei Leuten, die sie besser kennt, hätte sie das auch nicht gemacht, aber sie kennt TikTok effektiv. Jetzt du solltest das auch nicht Woche. Bei allen machen, die du nicht so lange kennst. Ich weiß auch, dass ich das nicht bei allen machen sollte, die ich nicht so lange kenne, aber in diesem Fall, ehrlich gesagt, war mir das Ergebnis wichtiger als er. Kann es sein, dass das einfach das Ding ist, weil er bei der Gang ist und du ihn so ein bisschen auch als Sklave dann? Nein. Das hatte damit ehrlich gesagt gar nicht. Nee, hatte damit wirklich nein! Wie war das noch? Ich krieg deine Miete, dein Auto, deine Eier und dein Eis geworden. Das war doch nur ein Scherz. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen mit reinspielt. Nee, das hat gar nicht mit reingespielt in dem Moment. In dem Moment war es tatsächlich einfach, ich will den Prozess beschleunigen, ich will, dass es funktioniert, ich muss ihm einen Vorschuss geben, also mache ich das. Ja, nur dass man in dem Fall vielleicht ein Bild von der Matrix-Persona auch geben kann. Ja, gerade für die Leute ist, sag ich mal, die Matrix-Persona genauso viel wie das Das weiß aber Jojo nicht. Nee, viel, viel einfacher, so wie du es früher gemacht hättest. Ey, TikTok, der Typ will ein Bild von dir. Machen wir das? Ansonsten kannst du nicht mit... auch noch eine Idee. Das hätte die alte Jojo getan, aber Jojo ist einfach nicht der Publikumsliebling.
Das ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Das stimmt nämlich. Ich finde es ja auch okay, wenn kleine Spannungen existieren. Das erotisiert mich sehr, aber ihr seid im Auto und ihr seid leidlich angeschlagen. Hm. Ich übergebe mich. Jojo, hast du eigentlich deinen Zug gewürfelt? Ja, habe ich. Hatte zwei Erfolge. Okay. So, TikTok hatte Marx auf Kamera und Schloss. Ja. Die halte ich jetzt auch erstmal. Du weißt, dass dann dein Overwatch-Wert über die Zeit anwachsen wird, ne? Ja, ich habe auch das Programm Fly on the Wall, was diese, ich sag mal, rein Anwesenheitsstrafen nicht besonders hoch setzt. Des Weiteren habe ich eine Overwatch. Bitte? Wie hoch denn? Moment, muss ich nachgucken. Das wäre ja schon mal einigermaßen interessant. Das steht im Data-Dingens da. Ja gut, das habe ich nicht als PDF. Ja, ich blätter das gerade durch Sekunden. Das ist ja nett. Ja, gib mir Mühe. Bla. Charaktererschaffung. Fly on the Wall. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Während dieses Programm läuft und der Decker nichts anderes macht als Matrix-Wahrnehmung, steigt die Overwatch-Score nur um 1W6 pro halbe Stunde. Okay, danke. Des Weiteren darf ich anmerken, dass ich einen Babymonitor laufen lasse, der mir sowieso die ganze Zeit die Overwatch-Score verrät. Ja, derzeit ist er übrigens 2. Shit. Und ich habe ja auch eine Overwatch-Maske, die mir nochmal plus 4 gibt, bevor die aktiv werden. Okay. Bin besser als du. Nee. Du bist, wenn überhaupt, besser als die Matrix. Okay. Alter, ich finde mich auch das. Gut, ich sag dir Bescheid irgendwann. Mhm. Ihr fahrt irgendwo hin, keine Ahnung wo. Ich würde gerne zum Arzt fahren, aber ich würde vorher unseren Zwerg auslassen. Doch, Jojo kann ihn rauslassen und dich zum Arzt bringen, ja? Das wäre nett. Mach das. Ich meine, ihr könntet auch zum Professor fahren und dann könnt ihr TikTok sehr in der Nähe rauslassen. Ist nur ein Vorschlag, aber ich meine... Jetzt die Frage, ob Carbon das möchte. Der Professor? Der Gänger. Der Troll. Ah. Wenn, Er ist quasi so halb Arzt. Naja, und die Verletzungen müssten ja genau in sein Tätigkeitsprofil passen. Wenn du sagst, dass er gut ist? Ausreichend gut. Jupp. Dann, ich vertraue dir. Dann soll ich dich nur nach Hause bringen? Mich jetzt? Ja. Nee, du kannst mich hier rauslassen. Okay. Dann lässt sie dich raus und versucht mal Kaban. Nee, Kaban kann ja laufen, ne? Mittlerweile geht das wahrscheinlich wieder. Es dauert halt einfach lange, ja. Ja, Gehirnerschütterung ist halt Gehirnerschütterung. Da bist du jetzt halt mal 2 Tage out of order, aber das ist auch nicht so schlimm. Jo. Naja, bringt ihn dann rein und sucht mal den Professor. Der spielt gerade eine Partie Laserschach mit den Schweden. Kann ich das mal kurz hier abspenstig machen? Klar, ich hab eh gewonnen. Er kippt das Brett um. Was nicht viel bringen dürfte, weil es ja Laserschach ist. Doch, das sind richtige Figuren. Achso, die schießen sich nur mit Laserdingsen ab, oder was? Irgendwann zeige ich ihm mal Laserschach, das funktioniert ein bisschen anders. Okay. Du schlägst quasi durch den Laser und hast verschiedene reflektierende Figuren. Alles klar.
So, kannst du dir den vielleicht mal ganz kurz angucken? Baseballschläger und Köpfe vertragen sich nicht gut. Es wäre nur gut zu wissen, ob er eine Hirnblutung hat oder sowas. Na, setz dich mal darüber. Ich setze mich da auch drüber. Wie groß war denn der Baseballschläger? Fragt der Kaban. So groß. Dann zeige ich so groß und grinse ihn an. So. Ernsthaft. Ganz normaler Baseballschläger, Mann. Und wie war der geformt? Es war ein gottverdammter Baseballschläger. Was für ein Tag ist denn heute? OT, was für ein Tag ist heute? Inzwischen ist der 30. Samstag. Weiß Kaban das? Das ist jetzt mal eine gute Frage, weil er hat eigentlich letzte Zeit Ja, du nicht viel hast getan. 5K. Ich kann dir versprechen, dass du auf jeden Fall ganz schön lange überlegst. Aber du wirst es Jo. irgendwann wissen. Okay. Na gut. Und wie heißt er nochmal? Carbon. Das ist aber nicht ein richtiger Name. Ich guck ihn an. Du kennst mal meinen richtigen Namen nicht, also würdest du nichts bringen. Na, dafür bist du offenbar auch schnell genug. Jetzt reiß mal die Googeln auf. Ich guck ihn an. Jo, er nimmt seinen Comlink und leuchtet die da mit rein mit der Taschenlampe dran. Das sind Cyberaugen. Das sind ja Cyberaugen, Alter. Ist auch nichts zu gebrauchen hier. Obwohl, warte mal. Das dürfte trotzdem funktionieren. Die müssen doch trotzdem Pupillenreflex haben oder sowas, wenn es zu hell Ja, wäre. na gut, aber Das ist. der hat einen Ja. Blendschutz. Dann ist es, glaube ich, nicht mehr so gut. Ohne wäre es, glaube ich, noch sinnvoll gewesen, ja. Na gut, Folge meinem Finger. Er steckt ihn dir in die Nase. Dann versuche ich da reinzubeißen. Okay, tat das ordentlich weh? Der Schlag auf den Kopf? Ja. Nee, jetzt seinen Kopf zu bewegen. Ach so, ja, das tat auch weh. Okay, so, warte, ich hole mal kurz. Ach, und Jojo, du kannst mich mal daneben packen. Wieso das denn? Weil du blutest, Schlaumeierin. Hä? Deine Schulter. Wieso blutet die denn? Weil er ein bisschen an deinem Ohr entlang geschabt hat. So ein Ohrläppchen ist ziemlich blöd, das reißt manchmal so ein bisschen. Und du hast 3K. Ach so, ja, aber ich dachte, sie hat eine Prellung und nicht irgendwie ein gerissenes Ohrläppchen. Nee, Ohrläppchen war auch falsch, mein oberen Teil des Ohres. Nein, der ist abgerutscht. Der hat schon So. auf deinen Kopf gezielt, ne? Ach so, oh, hab ich gar nicht gemerkt. So, dann scannt er erstmal Kavans Schädel durch. Na, Jutti. Also, du kannst die Nacht viel liegen. Und zwar im Nuttenzimmer. Und Klingt ansonsten gut. gucke ich mir das ab und zu nochmal an. Und wenn das mit dem Kotzen, das wird irgendwann aufhören. Wenn das die nächsten 2 Tage anhält, müssen wir mal gucken, was da so passiert in deinem Kopf. Da muss ich das aufbohren, aber keine Angst, ich habe einen Korkenzieher da. Und da entlass mal einfach ein bisschen Druck. Ich gucke ihn so mit einer hochgezogenen Augenbraue an. Au, das sollte ich lassen. Ich hab das schon mal gemacht, so eine Hirnhautentzündung, danach kriegt man auch einen Griff, ist kein Ding. Wenn du das sagst. Ich sag das. Na dann. Jojo sagt, du bist gut, dann ist es okay. Deine Cyberaugen sind übrigens ein bisschen falsch eingestellt, aber ist, glaube ich, jetzt nicht dein Problem. Da kümmere ich mich später nochmal drum. So, Jojo. Was haben wir denn eigentlich gemacht? Ach, du kennst doch den Weg, oder? Ich kenne den Weg. Na, dann viel Spaß. Könnte ein bisschen riechen. Nur angenehm, wahrscheinlich. Hm? Ja, ich verkriech mich ins Notenzimmer. Was haben wir denn gemacht, Jojo? Was ist denn da passiert? Wir haben mit den falschen Leuten gespielt. So, muss das hier getackert werden? Nee. Nee, das machen wir mit Sprühhaut. Siehst du, So. sag ich doch. Und den Arm kannst du auch richtig gut bewegen. Der kann. Au! Siehst du? Ohne dich anzufassen. Sehr gut. Dann zeig ich mal hier. Ey, das ist nie notwendig, glaube ich.
Und wenn ich jetzt sagen würde, Vlad, ist das notwendig? Wie schätzen du die Antwort ein? Wollen wir diesen Weg abkürzen? Petze. Sie zieht sich etwas umständlich das T-Shirt aus, beziehungsweise den Pulli. Es ist ja nicht so, dass ich eine Petze bin. Es ist ja nur so, dass du blöde bist. Aha, na Jutti. Salbe reicht. Sag ich doch. Salbe und dann machen wir dir aber noch ein schönes Bändchen, dass du merkst, dass du das Ding nicht so viel bewegen sollst. Hä? Na, ich geb dir eine scheiß Schlinge. Bist du bescheuert? Den hältst du jetzt erstmal eine Weile still. Nee, das hast du falsch verstanden. Du bist bescheuert. Das Ding ist hier prellt und wenn du das nicht ewig rumschleppen willst, ich meine, dann wirst du das mal ein bisschen stillhalten. Gut. Stelle mich jetzt ja auch nicht erst in Frage, ich bin Professor. Okay, ansonsten sieht's eigentlich ganz gut aus. Sag ich doch. 2 Tage oder so, dann bist du eigentlich wieder auf dem Damm und der Typ vermutlich auch. Es sei denn, wir müssen eine Notoperation machen, aber da würde ich mal vielleicht Mit dem vorher. Korkenzieher meinst du? Na sicher, aber in dem Fall würde ich vielleicht sogar eher einen Koreaner mal anschleppen vorher, dass er das macht, dass sonst, also wenn es soweit ist, wäre es sonst ein bisschen komplizierter. Hä? Na, Orkschädel lassen sich echt schlecht aufbohren. Ach so, das meinst du? Und ich Naja, muss aber. sagen, dass auch alles, was da oben im Kopf so ist, nicht mein Fachgebiet ist. Ich weiß, dass da erst so eine graue Masse ist und dann ist da eine weiße Masse und die ist ganz schön verknotet, aber ansonsten müsste ich nochmal nachlesen. Naja, wenn das in 2 Tagen bei dem immer noch so schlimm ist und ich dann wieder fit bin, kann ich auch gucken. Das geht auch. Siehst du? Alles klar. So, hier, Schlinge, bitteschön. Danke. Wenn ich dich ohne erwische, dann, keine Kannst Ahnung. du auch nichts machen. Na doch, dann hänge ich dir noch ein Schild dran. Ich weiß noch nicht, was drauf steht, aber keine Ahnung, sowas halt. Untouchable. Nee, das nicht. Zutritt verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Nee, irgendwas anderes. Sperrgebiet. Ich habe das Antibiotikum nicht durchgenommen, deswegen tut mein Arm jetzt weh. Sei klüger. Hä? Ja, keine Ahnung, ich bin da nicht so kreativ wie du und dein Scheißbruder und dein Vater. Das ist ja dann auch nicht mein Ding. Aber ich werde das überwachen. Ja. Dann ausruhen. Ja. Sie geht Störsender bauen. Das mit einem Arm, ja? Und ohne Ahnung von elektronischer Kriegsführung. Ja, da war was. Kannst doch Kaban fragen. Die Antwort lautet. Boah! Richtig. Dann geht sie, kommen nichts auseinanderschrauben. Mit einem Arm. Profis bei der Arbeit. Dafür kann sie 2 Arme nehmen. In dem Nein, Raum kannst du zu nicht. richten. Das Ding ist geprellt. Du hast 3K. Okay. Dann geht sie sich langweilen. Es gibt viele Dinge, die man mit einem Arm machen kann. Die hört auf jeden Fall nicht dazu. Jojos spielen zum Beispiel. Ich Aber nur sag mal die viele Dinge davon. Luschi-Version. Genau. Auch langweilig. Skateboard fahren gehen kann sie auch nicht. Scheiße. Ich sag mal, ja. Aber du musstest dich ja auch unbedingt verprügeln lassen. Was hätte ich denn machen sollen? Die verprügeln. Um Gottes Willen, nein. Siehst du? Lauf, Forrest, lauf! Das auch nicht. Wir Eigentlich, konnten. die Formulierung war halt richtig, du musstest dich verprügeln lassen, ja. Siehst du? Ich kann nicht dafür, wenn der bloß einen Erfolg hat. Ja, es ist halt so mal. Wir hatten doch alle Spaß. TikTok! Ja, am Start. Gedenkst du, irgendwelche Späße zu unternehmen? Ja, ich mache mich zurück zu dem Haus. Mit der U-Bahn. Nehme ich an. Zum Beispiel. Ja, okay. Ja.
Da gucke ich dann mal erstmal, ob ich irgendwelche schlecht gelaunten, schlecht gesichtsoperierten Baseballspieler sehe. Naja, sag mal, es kommt ein bisschen drauf an, wie nah du rangehst. So, dass ich halt Hauseingang und auch dieses Wettbüro so ein bisschen in Sichtweite habe. Da noch nicht. Boah, schön. Dann gehe ich mal ums Haus rum, guck mal, ob das noch irgendwie, da ist das noch ein anderer Eingang. Ja gut, dann musst du mir jetzt auch mal hier Bräuche würfeln. Gebräuche. Ja. Etikette, falls das bei dir Englisch ist. Und Ja, Charisma ja. natürlich. Ja. Boah. Ja gut. Da kommen echt schlecht gelaunte Leute raus. Schön. Hinter, von der Hintertür, Na, also wenn du ums Haus rumgehst, du bist es quasi so an der kurzen Seite und die kommen halt jetzt aus dem Bettbüro raus, relativ zielgerichtet. Sie haben aber diesmal dazu gelernt, das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man aus Fehlern lernt, haben Baseballschläger schon dabei. die haben mich doch nicht mit Jojo und so weiter gesehen. Das ist richtig, aber du bist ein Gnom und die haben ein bisschen drauf geachtet, nach der Sache, ob da noch irgendjemand rumstolziert, der nicht aussieht, als passt der dahin und du passt nicht dahin. Moment, aus Distanz haben die mich gesehen, obwohl ich die nicht sehen konnte und konnten erkennen, dass ich kein Kind, sondern Gnom bin. Kameras und die das Geschäft hat verspiegelte Fenster. Och nö, willst mich aber jetzt gerade richtig natzen, Na, ich sag ne? mal, es war vielleicht nicht die allerklügste Idee, direkt wieder zurückzugehen, wenn wir ehrlich sind. Ja, ich dachte, er hätte mich nicht gesehen. Das wäre das Passende gewesen. Ja, aber du bist ja nun mal als Gnom echt auffällig. So. Aha, gut. Bisher Aber. ging ich immer als Kind durch, aber gut. Ja, weil ich habe ja dann irgendwann gesagt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Plus, du hast ja die Kameras von dem anderen Haus direkt. Das heißt, du siehst die rechtzeitig, während du ihnen den Rücken zudrehst und kannst noch reagieren. Gut, dann mache ich mich eilig um das Haus rum. In der Hoffnung, dass da wirklich ein Hintereingang ist. Ja, da ist ein Hintereingang. Gut, ich hoffe, das Schloss lässt sich hacken. Ja, so, na, ich dachte, dass die Marx zählt auch für mit das Schloss ist. Gut, schön, dann mache ich Enttäuschung. das, lasse ich das aufgehen, mache mich da rein und mache das wieder zu. Na, Judy. Die Typen kommen halt ums Haus rum. Der eine, die gucken sich dann halt ein bisschen um, wo du bist. Der eine geht dann weiter das Haus umrunden, der andere klingelt dann halt jetzt wild die Klingel, wie heißt das nochmal, die Klingelleiter halt bei dem Haus durch. Kommunikmäßig. Das Haus hat dann wahrscheinlich irgendwie Technikraum oder sowas, ne? Für sowas. Wofür? Heizungs, Anschluss, Ach, das Strom, meinst du, so ein das meinst du, okay. Gedöns. Ja, ist meistens irgendein abgeschlossener Kellerraum. Ja, das wird im Keller sein. Ja, dann hätte ich auch gerne das Schloss offen. Ja, dann müssen wir mal kurz gucken. Da zeige ich mich doch mal hier das mit dem Hacken. Bitte. Cool. So, dein Overwatch-Wert beträgt jetzt 7. Na gut, das ist jetzt echt nicht so viel. Warte. Matrix-Handlung. Um das Schloss zu eröffnen, brauchst du offensichtlich 2 Marks. Bitte. Dein Overwatch-Wert beträgt 12. Schön. Jutti, jetzt musst du nochmal. Warte, warte, warte. Control Device, irgendwo war's. Okay, es ist eh der gleiche Wurf für dich. Na, Juti. Darf ich jetzt endlich rein? Ja, du musst noch mal einen Wurf machen, weil es ist ja jetzt, ich meine, das sind ja jetzt schon quasi 3 komplexe Handlungen, bis der durchgeklingelt hat. Das ist ja wichtig, wie lange es dauert. Aber leider nimmt das den Befehl zum Öffnen nicht an. Und außerdem wird ein Alarm ausgelöst und das Schloss hat Mark auf dir, was jetzt erstmal nicht viel bedeutet. Dein Versuche ich es halt Overwatch-Wert nochmal. beträgt jetzt 15. Schön. Ich habe gerade andere Probleme. Mist. Dein Overwatch-Wert beträgt 18. Das Schloss hat ein weiteres Mark auf dir. Jetzt aber. Fick dich.
Na Jutti. Das Schloss eröffnet sich. Dein Ohrwartwert beträgt 21 von 34. Ja, ich mach mich da rein. Mach das Schloss zu. Also, lass es wieder zugehen. Und verhalte mich da erstmal still. Ersetze mich auch komplett. Ja, ich muss mal ganz kurz überlegen. Was werden die großartig machen? Schloss? Na, die werden das vermutlich einfach neu starten. Okay. Deine Marken von dem Schloss sind leider weg. Und von dem anderen Schloss in den Kameras auch, weil die halt die Systeme neu gestartet haben. Ist okay. So, der Typ wird, irgendjemand wird ihn schon reinlassen. Die haben schon genügend Schiss vor denen, denn der hat schlechte Laune. Was macht er dann? Der wird erstmal hochgehen und gucken. Der denkt ja nicht, dass du irgendwo reingekommen bist. Ja, das Schöne ist, dass von den Bewohnern bestimmt keiner Schlüssel von dem Technikraum hat. Jetzt, wo du dich umgucken kannst, das ist nicht nur ein Technikraum, du bist quasi im Keller. Die haben keine Wohnkeller. Das ist tatsächlich Technik. Das ist eigentlich wirklich ein Technikkeller nur. Die haben echt keinen Schlüssel, das ist ärgerlich. Ich meine natürlich, das ist ein Wohnkeller und hat jeder seine Parzelle oder hat er Dinge stehen hier, du weißt schon, die Mineralwasserkästen? Nee. Gut. Passiert erstmal nichts. Ja, ich hab's jetzt gerade nicht eilig, guck nochmal eben auch per Äthersuche, ob hier irgendwelche Kameras sind, nicht, dass ich da jetzt gerade irgendwie mich sozusagen gerade unter einer Verstecke und mir gleich die Polente auf den Hals rückt. Weil ich das mal würfeln. Dort sind keine Kameras, brauchst nicht würfeln. Okay, dann lasse ich mir einfach mal gepflegte 20 Minuten Zeit. Ich rechne nicht damit, dass just gerade einer in diesen Technikkeller geht. Außer er will mich hauen. Die nicht in den Technikkeller. Shit. Dann gucke ich mich dann mal hier langsam in Ruhe um, weshalb ich gekommen bin. Sprich, Stromverteiler, Anschlusskästen, all den ganzen Kladderadatsch. Ah, du hast ja Schlosser, ne? Ja. Na, easy. Das heißt, du wirst da verschiedene Schlösser von Stromkästen erbrechen können. Und das eine ist halt der normale Hausanschluss, dann hast du einmal da die Wi-Fi irgendwie verschaltet und dann hast du noch so ein richtiges Ding, was offensichtlich für den Dings da oben ist. Mhm. Ja, wenn ich das erbrechen kann. Ja, easy. Dann mache ich das. Dauert halt alles ein bisschen. Dein Ohrwartschwert beträgt 22. Ich habe resettet. Hast du? Ja, hatte ich. Deswegen waren doch meine ganzen Marks und so weg. Hatte ich extra gesagt. Ich glaub dir das, ich hab bestimmt zugehört. Nachdem ich durch die Tür durch war, da habe ich gesagt, hey, okay, ich resette. Hey, ich habe dir doch bestimmt zugehört. Dein Ohrwartschwert beträgt 0. Schön. Sind wir uns schon wieder einig. Mach ich das Ding auf, mach einen Haufen Fotos von dem Innenleben. Von allen Ecken und Enden. Ich sag mal, Bender fänd's erotisch. Ja. Und schick die zu Jojo. Also ja, die kriegt die irgendwann, passt. Jo. Sie antwortet dir mit einem Smiley. Ja, ich schick so und ein... Und zwei Daumen nach oben. Ja, ich schick so ein Smiley Doppelauge schräger, ne? Also, schiefes Lächeln. Gut, ich hatte ja Kameras draußen schon wahrgenommen, ne? Die kann ich auch wahrscheinlich von hier aus auch nochmal hacken, ne? Ja. Dann werde ich das wohl mal tun, um zu gucken, ob da nicht ein Empfangskomitee mit Blumen vor der Tür steht. Oh Gott, ich glaube, ich bin Verteidiger. Nep. Dein Overwatch-Wert beträgt 4. Das macht übelsten Spaß. Also. Schön. Es wird ein Alarm ausgelöst und die Kamera hat einen Mark auf dir. Ja. Also, das ist schon das zweite innerhalb von irgendwie 45 Minuten. Da müsste jetzt tatsächlich mal was passieren, glaube ich. Moment, wenn ich mich doch selber reset hätte, verlieren die doch auch meine Marks, oder nicht? Nein, ich meine, irgendjemand kriegt jetzt angezeigt, in dem Haus ist jetzt zweimal ein Alarm gewesen, innerhalb von einer Stunde. Da kann ja schon mal jemand gucken, was da eigentlich abgeht. Okay, also nicht mehr so viel Zeit.
Gut, forken wir das Ganze wieder Schloss und Kameras. Habe ich dann eigentlich zwei Proben? Nein. Das ist ein Angriff, der in beide Richtungen geht. Na, habe ich dann den höchsten Pool oder den niedrigsten oder wie ist das eigentlich? Moment, guck ich mir irgendwann mal an. Ja, jetzt ist es nicht relevant, das ist nämlich einfach einer. Ja, ich guck's nachher mal in Ruhe nach. Gut. Ja, du hast einen Mark auf beiden. Kamera kann ich damit ja eigentlich schon verwenden, ne? Ja, kommt davon, was du machen willst. Durchgucken. Achso, durchgucken auf jeden Fall. Nee, vorm Haus und hinterm Haus ist nix. Okay. Dann konzentriere ich mich erstmal wieder auf das Schloss. Vier Erfolge, Tag. Ist ja gar nicht wahr. Du hast zwei Marks. Immer noch eins. Das war richtig edel. Und hoffentlich jetzt auf ein letztes. Oh. Na, Jutti, das Schloss gehört dir. Raus hier. Von oder hinten? Hinten. Zumindest, aber hinten war ja auch nichts zu sehen auf den Kameras, ne? Genau. Wie sicher sieht das aus, dass ich da. Konnte ich da viel einsehen oder eher nur sehr kleinen Bereich? Och, die dreht sich ein bisschen mehr, kannst du schon einsehen. Es ist nicht übermäßig viel, aber es ist zumindest so viel, wenn man auf jemanden warten würde, würde man sich vermutlich ein bisschen näher positionieren. Okay, ab dafür und dann sozusagen komplett weg von diesem Scheiß, von dieser scheiß Wettannahme. Also dann schönen weiten Umweg. Easy. Und dann resette ich mich nochmal. Easy. Guti. Ich hätte mich vorher verkleiden sollen, verflucht noch eins. Das hättet ihr zumindest Bonuswürfel, auf die ihr Bräuche eben. Yep. Oder ich hätte auf Impersonating würfeln sollen. Nee, das hättet ihr, glaube ich, nichts gebracht. Wieso? Dann stelle ich doch jemanden da, der ich nicht bin, jemand, der da hingehört. Naja, Impersonating ist ja für eine spezifische Person oder für eine Personengruppe. Und also entweder als ein Hausbewohner, bloß da wird, glaube ich, relativ schnell klar, dass du das nicht bist, weil du halt echt klein bist. Und für eine Personengruppe, weiß nicht, Techniker wäre vielleicht gegangen, aber auch, ich glaube, auch da wären sie irgendwie misstrauisch gewesen. Ich finde da Gebräuche passender. Na, supi. Naja, ist ja nochmal gut gegangen. Außer mein böser, böser Adrenalinwert. Ich muss sagen, das mit dem Overwatch-Wert ansagen macht übelst viel Spaß zwischendurch. Kannst du auch gern Babel behalten. Es ist einfach richtig dumm nervig. Das ist doch irgendwie so ein Stimmverzerrer-Einsatz, der das Ganze so ein bisschen hellmäßig macht. Das ist mir zu aufwendig. Mist. Dann werde ich mich erstmal nach Hause machen und erstmal ein bisschen durchatmen, bevor ich dann mich weiter an unseren Störsender mache. Wir hatten den jetzt eigentlich. Ja gut, du kannst ihn abholen, ist kein Ding. Ich kann ihn auch wahrscheinlich, weil ich ja eh wahrscheinlich eher Programmierung mache, dann ganz über die Matrix machen. Das ist ja nicht so ganz falsch. Siehste. Zu selbstgebrannten Schnappes und dann geht die Welt wieder in gewohnte Bahn. Gut, das jetzt säuft ja meinen guten Shit weg. Hast mir auch verdient. Ich sag mal so, willst du jetzt gerade einen Schluck? Kotzt dann auch mal ein bisschen. Na dann heul nicht rum. Bevor es verkommt. Ja, dann würde ich sagen, next day, next luck. Ja, wir können zum nächsten Tag, wir können aber auch noch ein Stück weiter springen, bis dann alle wieder einigermaßen fit sind. Ja, noch vorher wird sich wahrscheinlich noch ein gewisser Philosoph beim Jojo melden, oder? Da habe ich natürlich dran gedacht. Ja, Schopenhauer oder sowas. Genau, rate mal, wer da ohne Armschläge hingehen wird. Alles klar. Das ist die Blöße, kann sie sich da jetzt nicht geben. Zeig dem Gegner noch, dass du verletzt bist. Du bekommst eine Nachricht, er bittet um mehr Bedenkzeit. Railroad.
Nee, ich habe jetzt tatsächlich einfach auch keine Antwort parat. Und in meinem Kalender steht was viel Wichtigeres fürs heutige Datum. Was denn? Dr. Baryshnikov hat heute eine kleine Bitte für dich, mein Freund. Ist einfach, ist nicht lachen. Wir versuchen, die besten Produkte zu machen für dich als Mann von Welt. Und wir haben uns überlegt, machen wir auf großartigen Vorschlag einer jungen Frau, die weiß, was ihr gehört. Wir machen Freund, Feinderkennungssystem für Vaginas und Cybervaginas. Du sollst dich nicht sorgen, ob die Alte geht fremd mit anderen Männern, ist nicht schön. Und du kannst sie nicht verlassen auf sie. Und außerdem ist auch nutzbar und gebräuchlich, wenn du hast Angst, dass sie wird vergewaltigt. Ist schlimm, ist nicht gut, aber du kannst sie schützen, auch analerhältlich. Du wirst sicher verstehen, du von Frau von Welt ist für Männer nicht möglich, können wir nicht einbauen, einfach ist mit dir, die Physiologie stimmt nicht, aber einfache Schublade, die zieht sich zu in Vagina und oder Anus, wir können machen, man hat dann Zugangscode und nur man oder gern auch Chipkarte oder Chip installiert in die Penis. Dr. Baryshnikov bittet um kleine Spende, machen wir Crowdfunding für großartiges Implantat für großartige Menschen. Hier spenden. Jojo feiert übelst. Nein, eigentlich lacht sie nur. Ich bekomme das auch, ja. Ihr bekommt es nicht direkt, aber es ist so minimal viral. Also nicht mal viral im Sinne von, das wird euch aufgedrückt, aber wenn man irgendwas surft, dann erzählen die Leute davon und dann ist man ja vielleicht interessiert und dann kann man sich das ja mal reinziehen. Safe. Anderes Comic und so. Ich hau meinen Kopf auf die Tischplatte. Der hat doch einen Schuss weg. Das ist dein Landsmann, weißt du doch. Ja, trotzdem konnte ich für den schämen, oder? Wieso schämen? Das ist ein übelst gutes Ding. Das schützt vor Vergewaltigung. Ja, das ist erstmal Punkt 2. Ich feier das übelst. Und er ist perfekt. Ich meine, Jojo hat ja auch gesagt, auch für Penisse, aber es halt leider geht einfach nicht. Es ist einfach wirklich nicht machbar. Rate mal, wer das seiner Ische zulegen wird. Der Grenzer. Ich dachte, du sagst jetzt Vlad. Warum sollte der das machen? Seine Ische hat doch keine Cyber-Vagina. Kannst du auch für normale Vaginas. Achso. War im Spot enthalten. Okay, habe ich irgendwie verplant. Das ist ja dann nur eine Metallklappe und die zieht sich dann zu. Als ob Vlad das machen würde. Doch, das gerade stimmt. Vlad. Das stimmt. Nee, die Alte muss spuren. Da muss er sich schon drauf verlassen. Der kommt. Nee, das stimmt schon. Das ist also, wenn er das seiner Alten sowas schon verpassen muss, dann. Ja, stimmt schon. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Das geht nicht. Mhm. Ja, okay, war zu kurz gedacht. Hättest du mal für Freya gebraucht. Ich hätte das aber anders gewohnt, mit einem Sprengsatz. Wenn da ein unautorisiertes Ding reingegangen wäre, BAM! War ich beide erwischt. Das muss Liebe sein. Aber du riechst danach auf, Alter. Wieso, ist er nicht bei ihm zu Hause? Trotzdem. Ach, Kaban. Oder war es vielleicht doch bei dir zu Hause? Wow. Ich glaube, der verbrennt gleich erstmal sein Bett. In Kabans Hand fehlt die weibliche. In Kabans Leben fehlt jetzt die weibliche Note. Deswegen ist er so brutal geworden. Ich hab ihn mit Freya zusammen war er immer so lieb und zuvorkommend. Also so ich muss das Pudel-Argument halte ich schon für ziemlich valide. Welches? Er hat einen. Ich finde, Roger bringt sehr viel weibliche Note rein. Nicht nur so. Duft. Pudel ist toll. Ey, Roger. Die Hündin, die sich für einen Rüden hält. Sicher. Mit dem Deluxe-Körbchen. Sie kann sich fühlen, als was sie will, ja? Natürlich. Und also Bitches kommen nicht ins Haus. Am nächsten Tag dann übrigens, ne? Da gibt dann der Dings hier, dass er jetzt eine Entscheidung getroffen hat. Gut. Ach so, und du kannst deinen Typen mitbringen, wenn du willst. Gut.
Fällt die Entscheidung denn positiv aus oder negativ? Das steht doch nicht drin. Hm. Okay. Naja, wenn ich mitkommen soll, dann hat das, sag ich mal, einen gewissen Geruch. Ja. Wann soll man sich denn wieder treffen? Na, 13.10 Uhr. Okay. Gut. Dann immer sehr schön zahlen. Sage ich, schreibe ich TikTok eine Nachricht und hole ihn dann entsprechend ab, sodass wir um 13.05 Uhr dort vor der Tür stehen und um 13.10 Uhr dort hineingehen können. Das ist aber schön. Mhm. Ja, der wird dann da an seinem Schreibtisch sitzen und dann sind da halt wieder zwei Stühle und ihr könnt euch hinsetzen. Mhm. Hallo. Hallo. Ich habe mich dazu entschlossen, dass wir durchaus daran teilnehmen können. Bitte mir aber zu einem späteren Zeitpunkt dann noch einen Gefallen. So es in meiner Macht steht, gerne. Gut. In welche Richtung soll das denn dann gehen? Nur so um... Auf uns alle kommen sicherlich einige Veränderungen zu und Überleben durch Zusammenhalt scheint mir als sinnvolle Option. Gut, dann machen wir das so. Es ist quasi eher eine Bündnisanfrage für kommende Ereignisse. Mhm. Dam, dam, dam! Herzlich gerne. Jojo schreibt TikTok eine Nachricht. Mit den Antworten noch mal kurz aufpassen. Ich glaube, er hat noch nicht unbedingt gerafft, dass du nicht gleich Gang bist. Mhm. Dann mach's ihm vielleicht klar, schick ich zurück. Das ist übrigens TikTok. Ich habe ihn oder wollte, dass er dabei ist, weil er Teil dieser ganzen Unternehmung sein wird. Aber er gehört nicht zur Familie. Das ist gar nicht Elder? Nein. Oh. Guten Tag, TikTok. Ich grüße dich. Gut, wie genau hattet ihr das Ganze bisher? Also, es geht darum, dass zu einem spezifischen Zeitpunkt die Fahrbahn an einer bestimmten Stelle dicht sein muss. Das bedeutet, wir haben jetzt schon dafür gesorgt, wir werden dafür sorgen, dass einer der Grid Guide Türme stark geschwächt ist und haben dann vor, das System zu überlasten, das Grid Guide System zu überlasten, das war doch noch der Plan, ne? Und den Störsender, beides, oder nur die Überlastung, ne? Wir basteln gerade einem Störsender. Genau. Das System zu überlasten und gegebenenfalls noch mit einem Störsender nachzuhelfen, damit das Grid Guide zu einer bestimmten Stelle zu einem bestimmten Zeitpunkt ausfällt. Wir werden dann noch mit Hilfe eines Transporters, eines Wagens dafür sorgen, dass Unfälle provoziert werden. Und wollen dann noch ein bisschen Gefahr gut faken. Also es wird nichts Echtes sein, aber es reicht, wenn die Leute es im ersten Moment dafür halten. Und diese ganze Sache wird dann wird dann im nächsten Schritt dafür sorgen,
dass ein paar Mechanismen in Gang kommen, dass die Polizei und der Spielleiter schreibt mir was, ich muss kurz warten. Genau. Nee, das so weit wollte ich noch kommen. Achso, okay. Und das mit der Polizei musst du ihm nicht so genau sagen. Achso. Nee, gut, okay. Das wird auf jeden Fall, muss dieser Verkehrsstau entstehen. Die Systemüberlastung und das Ausfallen des Grid Guides, da haben wir uns überlegt, dass wir dafür einen Virus benutzen, der, ich sag mal, geeicht ist auf, wenn es möglich ist, auf sowohl auf Mostrans als auch auf Aztec-Wagen, damit, als häufigste Autos hier in der Stadt, lohnt sich das dann allemal und wird wahrscheinlich reichen. Deswegen, unter anderem deswegen, wollte ich ihn jetzt auch mitbringen, weil er derjenige ist, der bei uns mit der Matrix irgendwie am besten um kann, bei den Beteiligten bei dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, dass da auch ihr unter anderem sehr hilfreich sein könnt bei dieser ganzen Matrix-Schiene. Du bist ein Decker. Ja. Und wie lange praktizierst du diesen Sport schon? Knapp 25 Jahre. Erstaunlich. Bin früh dazugekommen. Es ziemt sich nicht, nach deinem Alter zu fragen. Ja, natürlich. Wir haben Ausgangsmaterial für eventuelle Viren, beziehungsweise haben wir genug Daten von den gebräuchlichen Firewalls inklusive der neuen Updates. Nicht von allen Wagentypen, aber von denen, die hauptsächlich dort und überall die Straßen befahren. Ja, natürlich. Mhm. Wir werden das alles zur Verfügung stellen. Ich nehme an, der sportliche Charakter wird dich auch dazu nötigen, dass du das selbst in die Hand nimmst. Aber sicher. Natürlich. Natürlich. Wichtig ist mir, dass du additiv diesen Strang hier hinzufügst. Er gibt dir einen Datenchip. Mhm. Ich werde es einfließen lassen. Wir werden des Weiteren zeitgleich auf einer anderen Hochstraße in Donskoi ein Manöver absolvieren, das sich nicht gegen die Zivilbevölkerung richtet, sondern gegen einen Beamten der Stadt mit tödlichem Ausgang. Das ist nur zu eurer Information. Mhm. Mhm. Das wäre dann alles. Gut. Gut. Solltest du noch mehr benötigen, dann lässt sich das sicherlich einrichten. Mhm, alles klar. Ich reiche sozusagen als AR-Tech ein Postfach von mir. Falls ihr noch was habt, könnt ihr euch gerne darüber melden. Sehr ordentlich. Immer gern. Alles klar. Dann danke bis hierher. Auf gute Zusammenarbeit. Er nickt. Jojo steht auf. Ich auch. Und verlässt dann auch den Raum. Ja, sobald ihr 20 Zentimeter von den Stühlen weg seid, wird er die erstmal richtig schieben und dann anfangen, alles abzuläppeln. Ach nee, erst wird er sich die Hände desinfizieren, der hat ja einen Datenchip gegeben. Eieieiei. Du schmutziger Bursche. Ein Schmutzfick.
Ich nicke ihm trotzdem nochmal Gewissen zu. In der Hoffnung, dass ich da nicht die Augen auswischen muss oder so und mach wieder hinter Jojo her. Gut. Zwei Sie. draußen sind interessanter Charakter. Ich sag doch speziell. Sehr gut. Ja, das könnte uns häufiger nochmal helfen. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal sehen, dass wir die Nummer hier vernünftig abziehen. Achso, Kaban, du kannst dich übrigens auch auf jeden Fall wieder beteiligen, zumindest gesprächlich. Du musst ja nicht gleich durch die Gegend rennen und springen und hüpfen. Sehr schön. Ich bleib liegen. Schade. Ich hatte gerade ein Tagesding fürs Zirkeltraining gelöst. Kannst ja mit Jojo machen. Aber so ein Flotter 3 wäre doch viel schöner. Ich muss ja nur liegen bleiben. Alles gut. Faule Sau. Kein Wunder, dass Freya sich einen Mann mit ein bisschen mehr irgendwie Pep gesucht hat. Ich war nicht immer völlig zerschossen. Mit ein bisschen mehr Feuer. Aber häufig, sag ich mal, Koma? Ein Mann ohne Milz, das ist doch kein Mann mehr. Das ist doch ein Mann wie ein Mann ohne Hoden. Yay, ich krieg die Bitches. Eine Frau ohne Milz hingegen hat einfach nur abgenommen. Klar. Ja, aber die Milz drückt ja von außen offensichtlich, das ist ja anatomisch korrekt, gegen den Geburtskanal und deswegen bist du jetzt einfach übelst ausgenuddelt und ekel. Ah, du hast, verdammt. Aber im Normalfall, eine Frau, die ist dann ausgenuddelt und ekelhaft. Wir Das. müssen, wir dürfen hier nicht so sexistisch sein, weißt du? Das ist aber leider nicht so, weil die Milz viel höher liegt. Ich habe doch klar gemacht, dass in Shadowrun die Milz dort liegt, einfach um nicht sexistisch zu sein. Ach so. Ich stelle mich dagegen. Aber dafür habe ich mir ja extra vor geraumer Zeit eine Cybermuschi einbauen Ja, lassen, genau. damit einfach die armen Kerle, die sich schon haben überreden lassen, irgendwie doch mal kurz nachzugucken, was so geht, nicht auch noch denken, oh, was ein scheiß Abend. Siehst du, das ist ja auch okay, aber ich sage ja nur allgemein, damit wir halt, weißt du, ich bin ja auch Mitglied der Memen. Ja. Ich zeig auch gern oberkörperfrei hier und so. Haben wir es auch geklärt. Im Zweifel bietet Dr. Baryshnikov bestimmt auch passende Silikonimplantate. Nicht nur Silikon, echt produzierend mit genau dem richtigen Maß. Geil. Die Und passen sich vibrierend gehst, wahrscheinlich. gehst in die Disse und drehst nochmal richtig vorher auf. Ja, wahrscheinlich noch eine Vibrationsfunktion. Das passt sich dem Körperumfang an, quasi. Dem männlichen. Ich meinte eher, die Abgabe von Hormonen wird angepasst und nicht der Umfang der Eier. Aber ist okay. Jutti, dann werde ich mich wohl die Tage um diesen Virus vornehmlich kümmern. In der Hoffnung, dass ich bei dem Dingsgedöns, Störsender und sowas, das Ganze mal an Kabern abtreten kann, was noch zu tun ist. Ja, das wird jetzt auch nicht mehr ganz so viel sein. Das passt schon. Zeig mich mal Software und Logik plus 2. Wenn du das VR machen willst, auch nochmal plus 2. Aber es wäre, also Hotzim meine ich. Aber das wäre natürlich schon ganz schön lange Hotzim. Grübel, wären 10. Ja, versuche das mit 10. Wenn ich merke, dass es nicht klappt, dann, naja, kann ich ja nochmal 12 versuchen. Okay. Alter, das Programm will mich natzen. Ich Das mach's Problem, hart. also die Daten, die er dir gegeben hat und so, das ist eigentlich alles relativ okay. Aber es ist übelst nervig, den Zusatzteil einzubringen, weil der ist nicht ordentlich, sag ich mal. Der ist auch nicht symmetrisch und nicht akkurat. Gut, dann mache ich dieses Einflechten dann hot. Warte mal, dann kriegst du nur plus 1 statt plus 2, ne? Weil hier, weißt schon. Weil Versager, ja. Naja. Möchtest du vielleicht den Edge benutzen? Ja, ich fürchte schon. Na, siehst du. So kommen wir doch auf den Dings. Oh, scheiße. Läuft bei dir. Bist du die Folge ganze auch Zeit? gleich. Sechs Erfolge, vier Erfolge, fünf Erfolge, sechs Erfolge, zwei Erfolge. Ein Erfolg.
Die Gang hatte doch auch so einen Decker, ne? Die Nähmaschine. Lass den nochmal mit drüber gucken. Okay, du rufst Elder an. Ja. TikTok. Richtig, hi Elder. Ich hab dir wirklich, ich hab dir alles gegeben. Ich hab noch was mit. Naja, hat eigentlich nicht genug Tentakeln, keine Ahnung. Macht keinen Spaß. Ich rufe dich gerade mal wegen was anderem an. Ich habe hier so einen Code, den soll ich in einen anderen einflechten. Und irgendwas hakt da und ich komme nicht dahinter. Vielleicht magst du dir das mal angucken. Ich mag schon, aber ich habe überhaupt keine Zeit. Ich bin sehr eingespannt. Um nicht zu sagen, massiv. Würden dir 200 New Yen deinen Terminkalender erleichtern? Also erstens nein und zweitens geht echt, ich kann. Boah, warte mal. Geht's um die Sache? Es geht um die Sache. Sekunde. 5 Minuten später. Na gut, dann zeig ich mal her. Bist der Beste. Ich zeige ihn das. Was ist das denn? Also lass mich raten. Der erste Teil, den hast du jetzt gemacht und den anderen vor 10 Jahren. Und das aus Nostalgiegründen, willst du das irgendwie. Was zur Hölle? Der von vor 10 Jahren, das ist, wie soll ich sagen, Kundenwunsch. Kundenwunsch, Alter. Die soll die Fresse halten. Ja, das kannst du dem Kollegen nicht sagen, das ist ein guter Kunde. Ein guter Kunde. Nickt, bedankt sich und sagt, er wird das nächste Mal wiederkommen, egal was du ihm für einen Scheiß andrehst. Ja, das Problem ist, er hat mir den ganzen Krempel zusammen angedreht, auch das vorherige. Hey, seit wann dreht denn ein Kunde dir was an? Jetzt müssen wir aber nochmal drüber reden, wer hier was ist. Okay, du gehörst ja zu La Familia, da kann ich das ja Nee, sagen. nee, 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 nein, 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 das will ich überhaupt nicht. Das war so ein Spruch. Okay, dann Wir frag müssen da mich. nicht wirklich drüber reden. Warte, ich gucke mir das mal genauer an. Tüftel mal noch ein bisschen und ich guck dann noch mal drüber. So, heute spät abends. Aber ich habe so 5 Stunden Zeit, mehr wird nicht. Alles klar. Gut. Ich werde dann im Geheimen noch seine Probe quasi mit dazu nehmen. Pass. Okay. Nee, 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 dieses Programm will mich echt nutzen. Immer wenn es kritisch wird. Jojo erzählt Vlad übrigens noch von dem Arrangement mit den Eisbrechern, das sollte er vielleicht wissen. Ich sag mal, ja. Ja. Der ist auch gerade stark beschäftigt, hört ja das, hört sich das aber schon an und scheint das auch für okay zu befinden. Ja, jetzt wäre es eh zu spät, aber ja. Der kann immer noch zurücktreten. Stimmt. Aber die sind, glaube ich, echt nützlich. Aber es spielt auch keine Rolle. Sie sagt es ihm auch nur kurz. Also es geht jetzt nicht darum, dass sie irgendwie da ihr freie Handlungsbefugnis quasi gegeben hat, will sie ihn nur darüber informieren. Ja gut, ich meine, Bündnisse auszumachen ist ja dann schon. Ja. Da hätte er zum Beispiel sagen können, das machen wir trotzdem nicht und ne, das wäre in dem Maß okay gewesen. Da hätte er dich jetzt nicht mal hart gedingst. Ja. Genetzt. Aber gut. Pass. Ja, nee, sie sollte ihn nur darüber informieren, falls sie dann noch mal irgendwann anrufen und dann, dass er dann nicht, ne, und so weiter. Der Meinung ist, er wüsste von nichts. Hier, Vlad, wir haben da noch so eine Ich komme aus dem Gefängnis Freikarte. Wer bist du? Na hier, von IC-Brechern. Was? Na, Jojo hat das ausgemacht. Jojo. Genau. Jojo, da ist jetzt aber alleine hin und hältst die Muschi hin. Überraschung. Alles klar, kein Problem, aber du bist derjenige, der dann wieder rumheult. Ich sag mal, die Formulierung hätte er vielleicht anders gewählt. Ja. Gut.
Wir werden jetzt heute nicht mehr sonderlich viel schaffen. Ihr müsst dann quasi noch den Sendemast machen. Ja, altes Frittenfett zusammenholen. Aber da kann ich auch einen Prossi losschicken, der das sammelt. Wir könnten einfach das Toll-Dixie leeren, aber das wäre gemein. Und nicht so rutschig. Es geht nicht um rutschig. Hallo? Ich muss doch noch blöde Aufgaben für die Prossis finden. Ich finde altes Frittenfett zusammenzusuchen schon eine gute Sache. Ich finde aber altes Frittenfett und einen Transporter-Clown besser. Weil, also, kommt drauf an. Jemanden, der noch nicht so lange sich bewähren muss, den lässt du nur Frittenfett holen. Und jemanden, der schon eher an der Schwelle ist, den lässt du dann auch mal einen Transporter-Clown. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Sollen sie machen. Sollen ihn aber auch tech-frei kriegen. Und die sollen nicht so viel Aufhebens drum machen, das ist schon klar. Richtig. So, ein Tech-Razor kann ich denen ja noch gerade leihen. Ja, das haben die schon. Die müssen sich ja auch selber mal kümmern, was sie alles brauchen und so. Sie müssen ja beweisen, dass sie es auch alleine können. Also wenn in der Gang kein Tech-Razor rumliegt, den sie mitnehmen können, dann ist halt echt over. Ich wollte es nur angemerkt haben. Nicht, dass ihr habt sie ins Messer laufen lassen. Nee, ja, Flat uns die Freundschaft kündigt. Jojo, ich mag dich jetzt nicht mehr, du bist doof. Geh mit den anderen weg. Alles klar. Hallo, Donskoi. Nee, das ist meine Stadt. Verpiss dich hier. In welcher Stadt? Gehe nach Novosibirsk. Da, wo du herkommst, du. Juhu, wir ziehen alle nach Krakau. Geh zurück nach St. Petersburg. Nee, wenden, jo, alles klar. Wenn, dann gehen wir nach Novosibirsk. Da habe ich nämlich sehr viel Spaß. Aber ich nicht. Warum denn? Ne? Da wird Jojo frigide. Wieso denn das? Der ganze Frostschutz im Schlüpper wahrscheinlich. Ne, das ist doch sexy. Hm. Ah, gut. Da wollte ich sagen, packen wir's für heute. Oder hat noch jemand irgendwelche Anmerkungen? Ihr habt übrigens noch 4,5 Tage. Bin ich bis dahin wieder fit? Ja, bestimmt, oder? Ja, du bist ja jetzt schon wieder einigermaßen einsatzbereit und bis dahin bist du ja auf jeden Fall fit. Also nächstes Mal, wenn wir spielen, dann kannst du auch einigermaßen wieder. Sehr gut. Solange du halt nicht, keine Ahnung, fangen spielst oder so. Mhm. Ich versuche noch eine Sache, den X-Chip zu programmieren. Ich hoffe mal, dass ich diesmal nicht ganz so blöd versage. Das ist der, der das Virus entlässt oder was? Hä? Nein, der den LKW X't, damit wir. Ne? Und auch das Grid Guide, also diese ganze Programmierung an dem LKW, dass das Grid Guide, weil dieser Autopilot sozusagen falsch reagiert, all den ganzen Krempel. Ja. Schon, naja, erträglich. Ach, ist das jetzt mit Hot Sim, ja? Natürlich. Ey, sag mal, das sieht doch ganz gut aus. Haha, da kullert mir aber eine kleine Lawine vom Herzen. Gut. Sehr gut, dann habt ihr das. Penis Garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis. Ja, der Run war mir einfach wichtiger als TikTok. Irgendjemand muss doch mal Opfer bringen oder was? Und ja, so kleine, da kann das Opfer ja prozentual auch nicht so viel ausmachen. Weißt du wie? Also prozentual schon, aber absolut nicht. Inner Muster. Du weißt doch, wie es ist. Interessanterweise meinte Flummi später irgendwann. Später ist also nach dem Spieleabend. Sie hätte es auch einfach schlicht und ergreifend vergessen, dass man sowas nicht macht mit Bilder verschicken. Das könnte man ja fast als Ausrede gelten lassen. Aber natürlich nicht, wenn sie noch während des Spielabends eine ganz andere Begründung bringt.
Die Weiber versuchen sich einfach immer rauszureden. Furchtbar. Man braucht da einfach neue Kontrollmechanismen für die. Dr. Baryschnikow zum Beispiel. Ganz vorne auf dem Markt. Ansonsten war ja jetzt nicht so viel, ne? Also die haben das ja, die haben jetzt ihren Plan eigentlich fest. Sie haben eigentlich die wesentlichen Dinge vorbereitet. Ich traue mir zu, festzulegen, dass die verfickten Prospects einen Wagen und ein bisschen Frittenfett anschaffen können. Von daher, jetzt dann wo nächstes Mal los. Also nächstes Mal ist relativ. Übernächste Folge ist dann eigentlicher Run. Wobei das ja, also, ist ja, ne, ist ja klar, ist ja so ein Run, wo man dann nicht direkt aktiv am Geschehen teilnimmt. Außer Kaban, der sich ja auf die Straße stellt, ne? Ist ja klar, der muss ja seine Eier zeigen. Jutti. Die Musik ist von Parasite, nein, von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass und von The Cheesemites mit She's My Own at Pierce Garage. Dieses Videobild ist von Evo Chibi mit dem Titel Doomsday und da auch recht, ja, scheiß, ist in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Mills Bros.